Yo, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Im letzten Part sind wir nach Monstro gegangen oder gezwungenermaßen vom Monstro verschlungen worden, haben dort Geppetto und Pinocchio kennengelernt, ja, und der gute alte Riku hat den Pinocchio entführt. Und genau an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Wir sind jetzt in Bauch 6 gewesen und wir müssen eine Kleinigkeit erledigen. Ich habe jetzt schon, meine ich, eine Kiste geöffnet mit einem Final Elixier, weil ich musste jetzt viel ausprobieren, bis ich überhaupt wusste, was zu tun ist. Ich überlege gerade, kommt man von hier darüber? Vielleicht. Ich probiere es mal aus, aber ich meine jetzt nicht. Egal, ich mache jetzt einfach mal. Also machen wir das mal dahin so. Nee, da kommst du nicht rüber. Nicht so. Oh ja, spring einfach mal runter. Ist ja nicht so, dass wir die Kiste brauchten, um rüberzukommen. Naja, egal. Dann gehen wir halt den langen Weg. Also, im Endeffekt gehen wir hier rein. Ignorieren die Gegner natürlich, weil, ne, Baum und so. Wir wollen ja auch irgendwann vorankommen. Dann gehen wir hier rein. Nach Bauch 3. Ja. Sehr spektakulärer Dungeon-Name. Bauch 3, definitiv. Hört man gleich, dass das sehr spektakulär ist. Dann kommen wir hier hin. Und hier nach Bauch 5. Wir könnten jetzt auf die andere Seite, um ein Final Elixier zu bekommen. Das war es dann aber auch. Das hatten wir ja schon geholt. Offscreen leider. Yo, und Donald levelt ab. Direkt am Anfang des Parts. Super. Aber scheinbar kann man hier recht schnell leveln. Eisra und Feuerra. So, und weg mit dem. So, da mache ich gar nicht lange rum. Die Dicken, die mache ich halt jetzt immer mit Magie. Weil ich habe keine Lust, da rumzuhängen. Und ihr wisst, was ich meine. Da hinten haben wir noch einen Geisti. Komm schon, Geisti. Geh mir nicht auf den Geist, Mann. Unlustig. Hm, das war schlecht. Aber jetzt haben wir ihn erwischt. Und. Proterra-Kette, ja. Nicht unbedingt notwendig. Naja, alles, was wir hier erledigen können. Ich meine, da hinten sind irgendwie noch Kisten. Aber ich meine, dass wir da nicht irgendwie hochkommen oder so. Ich meine auch, dass wir die Kisten nicht bewegen können. Also alles, was wir jetzt machen können, ist erstmal hier nach Bauch 6 gehen. Ja, sehr spektakulär, Bauch 6. Ja, und dann gibt es hier erstmal ein paar Typen zu verkloppen. Und ich muss aufpassen, dass ich nirgends runterfliege. Ich muss nämlich gerade gucken. Das sieht nämlich hier sehr runterfliegig aus. Aber scheinbar schlage ich mich ganz okay in diesem Part. Besser als im letzten, minimal besser zumindest. Ich denke, es liegt nicht daran, dass ich jetzt ein Level gestiegen bin oder so. Ich denke eher, das liegt daran, dass ich mich langsam wieder ans Gameplay gewöhnt habe. Ich habe jetzt circa eine Woche nicht mehr aufgenommen. Was einfach daran lag, dass ich halt immer 10 Stück, also 10 Parts oder so am Stück aufnehme. Oder 5 Parts mindestens. Okay, was haben wir hier alles? Da ist eine Dingskiste. Da haben wir Gegner. Hoffentlich keinen Dicken. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Ja, komm. Ist da noch was? Nee, da ist nichts mehr. Alles klar, dann visier mal ab. So, dann können wir die Truhe hier öffnen. Und wir kriegen ein Anti-Z-Gummi. Interessant. Ich habe ja jetzt auch mein eigenes Gummischiff gebaut im letzten Part. Wir gucken uns jetzt einfach mal um, was es hier gibt. Also es gibt hier einmal ein Tor nach. Das geht da hin nach Bauch 5. Ich weiß nicht, ob das der Bauch ist. Nein, 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 nein. Nein, wieso bist du runtergeflogen? Oh, Sora. Du bereitest mir immer Bauchschmerzen, Sora. Jeden Tag. Dreimal. Müssen wir nicht. Hä? Runter müssen wir bestimmt nicht. Ich meine, wir müssen rüber. Na, das sehen wir gleich. Na, super. Sora, das Genie, wirft halt mal das da so rüber und ja. Was haben wir denn hier? Bauch 1 wieder.
Ah, okay. Wir müssen von vorne durch. Aber ihr habt jetzt ungefähr einen Überblick, hoffe ich doch mal. Ich werde jetzt auch nicht alle Gegner platt machen, weil dauert einfach zu lang. Wieder nach Bauch 2. Ich hasse Monstro. Dann gehen wir nach Bauch 3. Eigentlich ist es simpel. Es ist simpel, nur ich hasse es, dass man immer runterfliegt, wenn man gegen die kämpft. Ich hasse es echt. So, dann sind wir hier. Hier müssen wir direkt ins nächste rein. Wieso kriege ich eigentlich immer Aero und was bewirkt das nochmal? Ich weiß es gar nicht. Ist es so eine Art, ich kriege weniger Damage oder... Ja, Dicky, dich braucht man nicht, Moby Dick hier, ey. Wieso mache ich Ether? Wieso mache ich Ether, Vegeta? Muss ich nicht verstehen, oder? Warum ich das gemacht habe. Also ich werde auf keinen Fall da über diese Kippe nochmal rüberlaufen. Ich werde mir eine Potion reinpfeifen. Komm, bitte, bitte. Na, so schlecht läuft es auch wieder nicht. Komm, du kannst doch... Goofy, du wirst doch wohl den einen Typen platt machen können. Naja, Goofy ist halt nicht so ganz so zuverlässig. So. Jetzt sollten wir zumindest in der Lage sein, uns dieses Fass hochzuheben. Hier hinzuwerfen. Und dann hier hochzuklettern, oder? Jawohl, geht doch. Da hinten ist auch noch was, wo man hin kann. Oh, eine verlorene Seite. Das ist interessant, aber da hinten kommen wir jetzt noch nicht hin, meine ich. Da brauchen wir erst einen Doppelsprung oder Gleiten oder so. Dann gehen wir mal hier nach Bauch 5. Ich meine, dass wir da hin müssen. Hm, ja, scheint so. Oh Gott, es ist alles so kacke. Bauch 4. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich werde hier nichts... Ich werde hier nicht zuschlagen. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Hilfe und so. Ja, könnt ihr beiden vielleicht auch mal was machen? Oder muss ich alleine kämpfen? Ich will nicht über die Klippe hinausspringen. Und ich habe schon wieder vermasselt, die Items zu kriegen. Wegen den Idioten. Nein, nicht springen! Ich hasse es, ich hasse es. Leute, 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 das kann doch nicht wahr sein. So. Da hinten ist immer noch einer. Ich glaube es nicht. Ist der immun gegen Magie? Nein, ist er nicht. Komm, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt aber. Jetzt müsste ich aber alle gekillt haben, oder? Ja. Jetzt kann ich zurückgehen und zurückkommen, ohne dass sie respawnen, soweit ich weiß, hoffe ich doch mal. Ja, ich bin, glaube ich, schon dahin gegangen, wo ich sollte. Warum ist dir der Junge nicht längst egal? Er hat dich des Schlüsselschwertes und seiner neuen Freunde wegen im Stich gelassen. Er ist mir egal. Hab nur ein bisschen mit ihm rumgealbert. Ach, was du nicht sagst. Natürlich. Hüte dich vor Dunkelheit in deinem Herzen. Die Herzlosen machen Beute daraus. Kümmere dich um deinen Kram. So, so, hüte dich vor Dunkelheit in deinem Herzen. So, so. Riku! Was ist denn los mit dir? Was denkst du denn? Ist dir klar, was du da tust? Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen, Sora.
Du rennst in letzter Zeit überall nur rum und gibst mit deinem Schlüsselschwert an. Sag mal, willst du Kairi überhaupt retten? Natürlich. Naja. Auseinandersetzungen zwischen Kollegen. Naja, was will man dazu sagen, ne? Erstmal speichern wir hier und gucken uns ein bisschen um. Alles klar. Kehren dann zurück, denn da gibt es ja noch Schatztruhen, die möchte ich schon noch gerne vielleicht so haben. Ganz vielleicht. Bisschen vielleicht. Okay, jetzt kommen keine Monster. Das beruhigt mich schon mal. Hier muss es irgendwo... Dass die Kamera auch so kacke ist. Ob ich da überhaupt hochkomme und dann wieder zurückkomme, ohne dass ich runterfalle, ist so die Frage. Ich mach's ungern. Wisst ihr was? Ich mach zuerst das andere, dass ich da nicht nochmal neu hinlaufen muss. Okay. Dann gehen wir kurz ins Menü, gehen auf Item, gucken, dass die Kollegen hier ein paar Items haben. Ich gebe mich jetzt hier krasse Eye Potions. Dann gebe ich dem Donald Potions. Dem Goofy gebe ich auch mal Potions, weil, ne, reicht auch anfangs meistens. So. Alles klar. Dann gehen wir rinne. Darm. Oh mein Gott, Darm. Ich will nicht freiwillig in den Darm eines Monsterwales. Der muss auch Monster-Scheiße scheißen. Ich will da nicht rein. Oh mein Gott, Pinocchio. What the fuck? Er ist gefangen. Ja, obvious being obvious. Ich bin Captain Obvious. Bist du bereit? Kein Problem. Das schaffen wir. Oh, Rico kämpft mit, oder was? Interesting. Jawohl, zieh mir halt mal gleich meine kompletten HP mit einem Schlag ab. Ich hasse solche Endgegner, die so unglaublich stark sind. Ich treffe den nicht. Ich kann es vergessen. Gibt es noch irgendwas anderes, was ich von dem anvisieren kann? Ja, gibt es. Sag mal. Wieso visiert er... Oh, diese Kamera. Boah, Leute. Gibt es noch anderes, was ich anvisieren kann vielleicht? Komm, ich konnte doch eben noch die Tentakel oder so anvisieren. Ich probiere es mal mit Zaubern drauf. Ja, scheinbar zieht das fast gar nichts ab. Ich muss mal vorsichtig sein mit dem Damage, den ich hier bekomme. Items nicht vergessen zu benutzen. Und natürlich immer schön. Ah, und. Nicht High Potion, bist du doof? Bist du doof, Bruder? Bist du doof? und. Ja, komm. Ich will nicht sterben. Jawohl, und besiegt. Ja, wenn man. Irgendwie habe ich anfangs auch kein Damage gemacht, trotzdem ich hochgesprungen bin. Komisch. Naja, geschafft habe ich es trotzdem. Erinnert stark an Final Fantasy 9, muss man auch noch dazu sagen. Goofy hat Schamane gelernt. Ist das nicht ein verdammt geiler Skill für Goofy? Meine ich. Gucken wir uns den doch einfach mal an. Goofy, du Schamane, ey, das ist voll der Schamane. Ach so, nö. Schamane ist jetzt nicht so der Burner. Ich sehe nichts. Oh, ich hasse die Kamera. Ist da nicht irgend... Hallo? Jetzt. Ja, dann gehen wir da erstmal rinne. Kann man danach immer noch alles machen. Holy shit. Ah, das Wasser sinkt. Pinocchio! Pinocchio! Bitte, gib mir meinen Jungen zurück. Tut mir leid, alter Mann.
Ich hab mit der Puppe noch ein Hühnchen zu rupfen. Er ist keine Puppe. Pinocchio ist mein richtiger Sohn. Das ist ungewöhnlich. Puppen haben normalerweise kein Herz. Wer weiß, vielleicht kann ja jemand helfen, der seins verloren hat. Moment, sprichst du von Kairi? Kann dir doch egal sein. So, dann machen wir weiter. Jawohl, Sportfreund, das ist sehr, sehr gut. Rico ist jetzt abgehauen mit dem Jungen. Das finde ich sehr traurig, dass der alten Mann seines Sohnes beraubt, aber ja. Egal. Okay, wir können jetzt doppelt so hoch springen, meine ich. Und können dadurch dank der tollen Kamera so viel erledigen. Meine Güte, die Kamera geht mir so auf die Eier. Ich bin ganz ehrlich. Boah. Ey. Ich krieg hier Aggros, ne? So, was können wir jetzt hier alles noch erkunden mit dem Doppelsprung? Wir können hier hoch und dann können wir da hoch und dann können wir da hoch. Mhm, und da hoch. Und dann haben wir hier eine Truhe. Öffnen wir die mal. So, da haben wir drei weitere Diamanten, wollte ich schon sagen. Dalmatina. Können wir von hier aus irgendwo hin? Ist jetzt so die Frage. Ja, wir können hier hin. Von hier aus hier hin. Und von da aus können wir hier hin. Mit dem Doppelsprung können wir jetzt natürlich auch noch einiges erledigen, was wir vorher nicht konnten. Kriegen hier eine Hütte übrigens. Und dann gibt es hier noch eine Trio-Tag. Die wir natürlich auch gleich erfüllen. Jawohl. Gibt es wieder ein paar Items für uns und Money. Money in the Bank, Cash Money hier bei uns. Hütte, Potion und Potion, na super. Klingt ja echt nach einem super Fund. So, was ist denn hier noch alles? Mhm, da kann ich noch rüber. Da hoch, dann ist hier noch eine Truhe. Aquamarin erhalten. Okay. Da hinten gibt es noch eine Truhe. Frage ist nur, wie man da hinkommt. Ha! Epic Sprung being epic. So, dann kann man sich das hier holen. Tornado-Gummi. Und ich bin jetzt noch interessiert, darüber zu kommen. Und mir das da hinten anzugucken. Wir wollen natürlich alle Items. Uns fehlen ja noch Truhen hier. Die will ich eigentlich auch holen. Speiseröhre. Aha. Interessant. Ah, das sind so Typen. Die muss man irgendwie lange in der Luft halten. Dann kriegt man von denen irgendwas. Aber... naja. Egal. Ich weiß nur, dass man die irgendwie lang in der Luft halten muss und dann kriegt man irgendwie was Schönes oder so. Ach komm, spring doch nicht alle zwei Sekunden runter, dann dank der Kamera, ey. Okay, wo sind wir jetzt? Magen oder so? Ah, es geht weiter mit der Story. Das wusste ich natürlich nicht. Hey, lass Pinocchio in Frieden, Rico. Eine Puppe, die ihr Herz an die Herzlosen verloren hat. Vielleicht helfen wir damit Kairi. Was meinst du, Sora? Schließen wir uns doch zusammen? Gemeinsam können wir sie retten. Was? Du stellst dich gegen mich? Nur wegen einer Puppe ohne Herz? Herz oder nicht, wenigstens hat Pinocchio noch ein Gewissen. Gewissen? Du hörst es vielleicht nicht, aber ich höre es klar und deutlich. Und meins sagt mir, dass du auf der falschen Seite stehst. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Pinocchio! Pinocchio! Jiminy, ich habe keine Kraft mehr. Oh, ich glaube, ich bin okay. Ach Gottchen, der Kampf geht noch weiter, oder was? Nee, oder? Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, es wird ein etwas längerer Part. Ja. Wenn es sonst nichts ist...
Ja. Okay, das macht uns Damage. Gut zu wissen. Das werde ich auch jetzt wissen. Ist echt cool. Super, super. Wundervoll. Okidoki. Dann werde ich jetzt erstmal... Ich habe mich schon gewundert, dass wir... komm schon. Und jetzt geht's aber drauf. Jetzt geht's drauf. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Sorry fürs so ruhig sein, aber... Nein! Und ich mach's immer noch übers Menü. Ich bin schon ein bisschen doof, nachdem ich es mir draufgelegt habe. Ich habe jetzt einfach nicht mit dem Bosskampf gerechnet. Ich bin ganz ehrlich, ich bin noch etwas perplex davon. Aber scheinbar können mir meine Kameraden schon helfen auch. Oh, oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ach komm, das hätte ich jetzt... Boah, das war knapp, habt ihr das gesehen? Aber das Ding macht schon guten Damage, ne? Also... Das ist echt krass, also es ist echt krass. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Komm, 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 komm. Ich muss aus der Schussreichweite, ich muss aus der Schussreichweite. Und jetzt warte ich kurz. Ach komm, es trifft mich trotzdem, das ist ja super. Die Kamera ist natürlich wieder sehr auf meiner Seite. Die ist sehr parteiisch. Nein, wieso bin ich gestorben? Nein! Ah,